Ja, wir sind natürlich als Linke auch für mehr Bäume, für alle Bäume, und wir machen da auch keine, es gibt für uns auch keine guten und keine schlechten Bäume, das ist völlig klar. Aber ich möchte trotzdem, und wir werden dem Antrag auch zustimmen, weil es ja um mehr Bäume geht, aber ich möchte trotzdem zwei Punkte anmerken, mit denen wir nicht zufrieden sind. Das erste ist, dass der Aspekt der Umweltgerechtigkeit keine Rolle spielt bei der Konzepterstellung. Er muss aber eine Rolle spielen. Es gibt einen Stadtverordnetenbeschluss von 2021, der genau das sagt, dass eben die Entwicklung Richtung Umweltgerechtigkeit in Kassel eine Rolle spielen muss. Und das heißt eben, dass man gucken muss, dass man Bäume nicht nur in Prassesberg und in Wilhelmshöhe hinbringt, sondern dass auch in der Nordstadt und am Wesertor und in Kirchdingholz mehr Bäume die Lebensqualität verbessern. Sie haben es gerade richtig gesagt. Jeder Baum verbessert die Lebensqualität, aber natürlich umso mehr, je näher, je mehr dem annähern kann. Das ist der eine Aspekt, der einfach nicht erwähnt ist, wo wir jetzt einfach mal davon ausgehen, das ist selbstverständlich, weil es ist ja auch in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Der zweite Aspekt, der in dieselbe Richtung geht, ist das Thema nachhaltige Investitionen. Auch das ist ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, haben Sie als Koalition eingebracht, dass der Haushalt und die Investitionstätigkeit an den Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet wird. Wir haben dazu den Antrag gestellt, dass wir das IFO-Institut, die jetzt gerade ein Konzept dazu erarbeitet haben, einladen in den Ausschuss, damit wir als Stadtverordnete besser verstehen, um was es da genau geht. Das haben Sie abgelehnt, aber nichtsdestotrotz gibt es diese Untersuchung und auch die Tools des Deutschen Instituts für Urbanistik. Und die haben zwei Beispiele ausgearbeitet, wo man sehen kann, wie unterschiedliche Nachhaltigkeitskriterien sich sozusagen auszahlen oder am besten auszahlen. Und eines dieser Beispiele, dieser beiden, ist das Pflanzen von Stadtbäumen. Und was kommt dabei heraus? Ein Stadtbaum rentiert sich sozusagen auch unter Nachhaltigkeitsaspekten am meisten dort, wo am wenigsten Bäume sind und sozusagen die soziale Wirkung zusätzlich zur ökologischen Wirkung entfaltet werden kann. Und ich finde auch da, sollte in das Konzept, das jetzt erstellt wird, einfließen, dass es eben auch diesen Beschluss gibt und dass sozusagen alle Beschlüsse und alle Linien, die wir uns gegeben haben, dann auch eine Rolle spielen und nicht, ich sage jetzt mal, der leichteste Weg nur betrachtet wird, der immer noch schnell genug ist. Aber das wünsche ich mir, das ist nicht ausgeschlossen in dem Antrag, aber es ist auch nicht explizit genannt. Wir wollen, dass da stärker drauf.